Liebe Geschwister im Islam, jede Woche versammeln wir uns gemeinsam für das Freitagsgebet. Wir kommen in die Moschee, wir sind gepflegt. Wir hören dem Khatib zu, der uns eine Botschaft vermitteln möchte. Wir beten und wir gehen zu unserer Arbeit oder zu unserer Familie. Und das machen wir unser Leben lang. Für die Brüder gibt es kaum eine Entschuldigung, wenn sie das nicht tun. Aber wir sollten uns fragen, warum kommen wir zusammen? Warum gibt es einen Khatib? Warum hat er etwas zu sagen? Was für eine Auswirkung hat das auf mich? Wie soll ich mit dieser Freitagspredigt umgehen? Was hat es für einen Nutzen für mich? Warum bin ich jetzt hier? Es kann als Gewohnheit durchgehen, dass ich einfach, das ist eine Pflicht, die ich mache, jeden Freitag in die Moschee kommen, dem Khatib zu hören, 2 Rakat beten in Gemeinschaft und dann wieder gehen. Oder man kann das sehr bewusst machen und einen Nutzen, einen richtigen Benefit aus dieser Khutbah mitnehmen und es dann in seiner Tat umsetzen in der nächsten Woche oder in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren sogar. Genauso ist es auch mit dem Gebet. Wieso beten wir 5-mal am Tag Richtung Mekka? Wir machen Wudu, wir bekleiden uns, wir stellen uns hin, wir rezitieren Ayat, die Fatiha, wir rezitieren eine Sure danach und dann gehen wir wieder weiter zu unserer Arbeit oder zu unserer Familie. Ich kann das einfach als Gewohnheit machen oder ich kann bei jedem Gebet mich selbst reflektieren. Ich kann jedes Gebet dazu nutzen, es als Anlass nehmen, dass ich mich verändere. Ich kann jede Khutba dazu nutzen, dass ich mich danach verändere. Und das macht so den Unterschied aus zwischen einem, der mit Taqwa, mit Achtsamkeit betet oder der Khutba zuhört und jemanden, der eher unachtsam betet oder der Khutba zuhört. Und das ist der Grund, das haben wir auch in den vorherigen Khutba schon besprochen, Taqwa sollte mit Achtsamkeit übersetzt werden und nicht mit Gottesfurcht. Es geht nicht darum, keiner von euch ist jetzt hier, weil er Angst hat vor Allah. Sondern ihr solltet achtsam mit eurem Leben umgehen, mit den Anweisungen von Allah und es liebend gerne machen, hierher zu kommen. Das ist eine ganz andere Stufe, als es nur aus Furcht heraus zu machen. Der Muslim ist zwischen Furcht und Zuneigung, zwischen Furcht und Liebe. Jedoch sollte diese Liebe das Ausschlaggebende sein, um Nutzen aufzunehmen. Und die Furcht sollte uns davon abhalten, irgendwann einmal einen Schritt zurückzutreten und von dem Gebet abzulassen oder von dem Freitagsgebet. Und wir erkennen bei den Gebeten, dass wir Al-Fatiha lesen und wir erkennen, dass wir auch bei den Khutbas immer bestimmte Rezitationen am Anfang haben. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Wen Allah subhanahu wa ta'ala recht leitet, der kann nicht in die Irre gehen. Und wen er in die Irre gehen lässt, der kann nicht recht geleitet werden. Warum müssen wir uns diesen Satz jede Woche anhören? مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Jede Woche hören wir diesen Satz auf dem Minbar. Warum muss ich jedes Mal beim Gebet اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ sagen?
O Allah, leite uns den geraden Weg. Wir sind doch alle Muslime. Warum müssen Muslime Allah darum bitten, dass sie auf dem geraden Weg sind? Warum? Warum müssen Muslime das tun? Allah darum bitten, dass sie rechtgeleitet werden, während sie doch Muslime sind. Der Islam ist eine wahre Religion. Die Frage ist nur, bin ich im Islam auf dem richtigen Weg? Welchen Weg gehe ich in dieser Religion? Wenn ich mich selbst betrachte oder wenn du dich selbst betrachtest, vor 5 Jahren, da hast du ganz anders geredet, da hast du anders ausgesehen auch, aber du hast ganz anders nachgedacht. Du hattest ganz andere Gedanken gehabt. Vor 10 Jahren ist anders als vor 5 Jahren. Und vor 2 Jahren ist anders als heute. Und wir hoffen, dass du morgen auch anders sein wirst als heute. Und so entwickeln wir uns immer weiter. Wir sind immer noch Muslime. Wir heißen immer noch Ahmed, Khaled, Aisha, Khawla und so weiter. Aber in diesem Menschen sind andere Gedanken. In diesem Menschen sind andere Logik, die jetzt auf einmal funktioniert. In diesem Menschen ist ein anderes Herz. Er hat an seinem Herz gearbeitet und ist diesen geraden Weg gegangen. Oder er hat an seinem Herz nicht gearbeitet und driftet von diesem geraden Weg ab. Er versteht Zusammenhänge auf einmal anders, die er vorher nicht verstanden hat. Dann beurteilt er anders und deswegen sind seine Taten auch wieder anders. Diese Entwicklung, die geht jeder von uns durch. Jeder weiß, was unsere Eltern zu uns gesagt haben. Warte ab, bis du Kinder bekommst. Dann wirst du erst verstehen, was ich dir sage. Die, die jetzt schon Kinder bekommen haben, verstehen genau, was dieser Satz bedeutet. Auch wenn die Kinder noch klein sind, 3 oder 5 oder 8 Jahre, warte erst mal, bis das Kind 15, 20 Jahre alt wird. Dann wirst du noch mal deine Meinung verändern, deine Einstellung zum Leben verändern. Das müssen wir erkennen als Jugendliche und nicht davon ausgehen, dass ich schon alles weiß. Sondern ich sollte plastisch sein, mich verändern lassen auf dem guten Weg. Ich sollte mein Leben immer danach ausrichten, dass ich einen guten Weg einschlage. Du bist nicht so wie vor 10 Jahren. Und wir hoffen, dass du in 10 Jahren viel besser sein wirst als heute. Diesen Weg musst du aber aktiv gehen. Diesen Weg musst du aktiv gehen. Und deswegen hat uns Allah subhanahu wa ta'ala die Gebete vorgeschrieben. Einer der Gründe. Und die Freitagspredigt hier. Um das Ganze nochmal hervorzuheben und uns nochmal daran zu erinnern, wen Allah recht leitet, der kann nicht in die Irre gehen. Arbeite an dir selbst, dass du diese Rechtleitung weiter befolgst. Wenn wir uns unser Leben anschauen, dann werden wir erkennen, dass die Zeit sehr vergänglich ist. Was ist schon Zeit? Definiere mal Zeit. Etwas, was ich gerade gesagt habe, ist schon Vergangenheit. Während ich jetzt mit euch über die Zeit spreche, ist die Zeit Vergangenheit. Während ich A sage, ist das A schon Vergangenheit. Das, was ich gerade gesagt habe, ist schon weg. Und es kommt auch nie wieder. Und was ist die Zukunft? Wir warten auf die Zukunft, dass sie auf uns kommt. Und was ist die Gegenwart? Die ist schon weg. Was ich euch sage, ist schon weg. Was ihr gerade spürt, ist Vergangenheit. Achtet darauf, dass wir diese Zeit, die wir hier haben, auf dieser Erde sind es 10, 20, 70, 100 Jahre, dass wir die so gut wie möglich auch nutzen. Wenn wir uns das Beispiel der Zeit anschauen, dann erkennen wir, zum Beispiel, es gibt ein schönes Beispiel. Ein Mensch ist in einer Zelle. In der Wüste.
oder irgendwo an, auf einer Fläche. Und er kann nicht rausgucken, außer aus einem kleinen Loch. Nur aus diesem kleinen Loch kann er rausschauen und sieht nur irgendetwas aus diesem kleinen Loch. Es kommt ein Mensch und spielt Musik oder tanzt oder jongliert oder was auch immer. Der Mensch in dieser Zelle sieht diesen Menschen vor sich und das ist für ihn die Gegenwart. Geht dieser Mensch vorbei, kann er ihn nicht mehr sehen. Das heißt, dieser Mensch ist für ihn schon Vergangenheit. Es kommt ein zweiter, diesmal in grüner Kleidung, und der spielt Fußball. Und er erkennt ihn. Das ist für ihn die Gegenwart. Er geht vorbei, das ist für ihn die Vergangenheit. Und er kann sich jetzt vorstellen, dass es noch einen dritten, vierten, fünften, sechsten Menschen geben könnte, der kommt und der wieder geht. Stellt euch vor, jemand sitzt oberhalb auf der Zelle und schaut sich das Schauspiel an. Er sitzt auf der Zelle, sieht den Menschen in der Zelle und sieht die drei Leute. Für ihn ist alles Gegenwart. Er sieht dieses Spiel hin und her, wie der eine kommt und der andere geht. Für ihn ist das die Gegenwart. Er ist nicht in seiner Zelle gefangen, so wie wir es in unserem Leben sind. Wenn wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ewig ist, er ist nicht ein Teil in einer Zelle und ewig bleiben wird und er auch nicht in dieser Zeit ist, kann man so ein Beispiel erkennen. Aber wir sollten versuchen, in unserem Leben, soweit es möglich ist, aus unserer Box, aus unserer Zelle herauszukommen. Und erkennen, was um uns herum ist. Und das ist nicht einfach. Wir Muslime neigen sehr gerne dazu, und das ist eine normale Eigenschaft von Menschen, in einer Komfortzone zu sein. Es ist gemütlich unter uns Muslimen. Assalamu alaikum, Bruder. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum, Schwester. Wie geht's? Alhamdulillah, inshallah, mashallah. Und so weiter. Wir fühlen uns wohl. Keiner fragt dich, warum betest du, warum wäschst du dir die Füße und so weiter. Das heißt, du bist in einer Komfortzone. Und es kann sein, wenn wir uns die Lage der Muslime heute anschauen, dass wir in einer wirklichen Parallelgesellschaft leben. Das wird uns vorgeworfen, wir versuchen es zu negieren, aber wir sollten uns selbst reflektieren. Ist das nicht so vielleicht, dass Muslime ihre eigene Welt haben, ihr eigenes Weltbild, ihre eigenen Strukturen, ihre eigenen Geschäfte, ihr alles eigen? Ist nicht verkehrt, also es ist kein Problem, wenn es eine multikulturelle Gesellschaft gibt, es ist auch schön so. Nur wollen wir in einer Blase bleiben oder wollen wir uns öffnen und die Welt erkennen? Und wie gesagt, es ist ein normales menschliches Phänomen, dass man versucht, es so gemütlich wie möglich um sich herum zu haben. Aber wenn du erstmal erkennen willst, was es alles für Einflüsse gibt, reicht es nicht, aus diesem kleinen Schlupfloch zu gucken. Du musst aufsteigen. Eine Stufe höher und schauen und alles begutachten. Und sehen, was für Einflüsse gibt es? Was für Ideen gibt es noch? Was hat er gesagt, er ist nicht Muslim? Was hat der gesagt? Der ist einer, der sogar den Islam angreift. Kann ich von ihm eine Botschaft annehmen? Jemand, der den Islam angreift. Ich kann von ihm sehr viel lernen. Ich kann ihn respektieren. Ich kann versuchen, ihm zu helfen. Das geht aber nicht, wenn ich eingeengt in meiner Box bin und nur mit Gleichgesinnten bin. Da ist die Kommunikation nicht möglich. Du erkennst nicht mal, was er für Gedanken in seinem Kopf hat. Erst durch den Kontakt, durch das Rausgehen, durch das Analysieren, durch das Reflektieren wirst du erkennen, was es noch alles um uns herum gibt
Und wenn wir uns nämlich anschauen wollen, das hatten wir bei der letzten Chutba gesprochen, was die Ursache ist von unserer Lage, von meinen Problemen, von meinem Fehlverhalten, ja, dann muss ich meinen Verstand einschalten. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder im Koran, dass wir unseren Verstand einschalten sollen und auch, dass die Leute, die Wissen haben, viel mehr achtsam sind als Leute, die wenig Wissen haben. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Die Leute, die Wissen haben, die das Ganze erkennen oder mehr erkennen, keiner kann das Ganze erkennen, die sind auf einer ganz anderen Rangstufe als jemand, der in seiner Box ist. Und du hast die Wahl. Willst du in deiner Box bleiben? Oder willst du etwas mehr erkennen? Was beeinflusst mich? Was ist die Ursache von meinem Handeln? Warum handle ich so? Warum habe ich jetzt diese Kleidung an? Warum habt ihr eure Kleidung heute so an? Warum rede ich in einem Mikrofon? Warum bin ich überhaupt hier? Was ist die Ursache? Was hat mich beeinflusst? Wer hat das hier gebaut? Wer hat den erschaffen, der das hier gebaut hat? Deswegen muss ich Alhamdulillah sagen, dass ich erkannt habe, dass das ein Segen ist, so eine Moschee wie hier. Und dass es ein Segen ist, dass es Menschen gegeben hat, die diese Moschee hier aufgebaut haben. Und dass es ein Segen ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen gebracht hat. Und deswegen muss ich Alhamdulillah dafür sagen. Und wenn ich das erkannt habe, sagen die Gelehrten, das ist eine ganz andere Stufe des Erkennens, der Achtsamkeit. Für diese Stufe musst du wieder Alhamdulillah sagen. Alhamdulillah, habe ich das erkannt. Viele Leute erkennen das nicht, was die Ursache ist. Manche Leute verneinen die Ursache, so wie wir es gesagt haben. Es sind nur zwei Sachen, die gleichzeitig auftreten. Wir haben Feuer und wir haben Wasser. Und wenn das zusammenkommt, dann kocht das Wasser. Aber wir können nur in unserem Verstand, draußen in der Natur gibt es nichts, was die Ursache ist. Das ist eine reine Vernunftarbeit in meinem Kopf. Die Ursache von dem kochenden Wasser ist das Feuer. Das ist nicht existent draußen. Das ist eine Reflexion in meinem Kopf. Etwas, was nicht materiell ist. Wenn ich das erkenne, diesen Verstandsmodus einschalte und schaue, was für Ursachen gibt es, Korrelationen, und nicht mir das anschaue, oder manche Leute neigen dazu, dann bestimmte Ursachen zuzuschreiben, die gar nicht korrekt sind. Das zu erkennen ist auf einer ganz anderen Stufe und das ist ein Teil der Achtsamkeit von Taqwa. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, diejenigen, die Wissen haben. Es ist nicht einfach zu erkennen, was dich beeinflusst, was die Ursache ist von deinen Problemen. Und manchmal machen wir jeden Tag denselben Fehler oder jedes Mal machen wir dasselbe und wir erkennen nicht diese Korrelation, bis irgendjemand kommt und dir einen Tipp gibt. Oder bis irgendein Wissenschaftler kommt und sagt, das ist die Ursache. Wir hatten das Beispiel mit dem Blitz und dem Donner. Der Blitz und dann kommt der Donner. Zuerst sehen wir es und dann hören wir es. Das heißt, Korrelation, der Blitz ist die Ursache für den Donner. Kommt hintereinander. Bis irgendein Wissenschaftler auf die Idee gekommen ist, hat gesagt, nein, der Blitz und der Donner haben eine ganz andere Ursache, und zwar die elektrische Entladung. Nur kommen die Schallwellen langsamer an, weil Licht schneller ist. Und deswegen sehen wir es zuerst und hören es später. Das heißt, durch die Sinne können wir auch etwas irritiert werden. Aber wir können mit unserem Verstand von diesen Sinnen wegkommen und trotzdem diese Gesamtheit erkennen. Dürfen uns aber nicht ausruhen und sagen, sicher ist die elektrische Entladung die Ursache von Blitz und Donner. Denn es kann sein, dass in 20 Jahren ein neuer Wissenschaftler kommt und eine ganz neue Ursache herausfindet, die wissenschaftlich belegbar ist. Was mache ich dann? Dann habe ich die ganze Zeit was Falsches gehabt. Wichtig ist für uns zu wissen, dass alles, was sich verändert, eine Ursache hat. Das ist die Kraft von Allah.
Allah verändert das. Er hat Naturgesetze auf dieser Erde sein lassen. Je nachdem, wie sich das entlädt, wir haben das jetzt mit unserem Verstand entdeckt, haben wir dann ein Resultat daraus gezogen. Je nachdem, wie ich dich begegne, wie ich mit dir rede, hat es einen Effekt auf dich. Wenn ich dich anlache, ist es anders, als wenn ich dich böse anschaue. Und ihr kennt diese grimmigen Menschen, die immer so umherlaufen. Und dann, was für eine Reaktion die dann bekommen? Hast du ein Problem? Und ihr kennt die Leute, die man einfach gern hat. Du hast ihn nie gesehen, aber der sitzt in der Bahn. Ich hatte die Woche auch jemanden, der hat zwar sein Bier getrunken, aber der sah sowas von gemütlich aus, mit so einem Bart, etwas dickerem Bauch. Es ist ein ganz gemütlicher, angenehmer Mensch. Das hat einen Effekt, sein Lächeln hat einen Effekt auf mich gehabt. Ich muss erkennen, was verbindet den einen mit den anderen, welche Effekte korrelieren hier miteinander, um in meinem Handeln am Ende das Bestmögliche zu erreichen. Es ist nicht einfach zu sehen, was ist die Ursache von dem und dem. Es ist nicht so einfach zu sehen, warum haben wir finanzielle Probleme. Viele Geschwister haben kein Geld, können Miete nicht zahlen, wie auch immer. Muss man gucken, wo kommt das her? Eines der Probleme könnte sein, dass er zu spät aufsteht. Wer Geld verdienen möchte, muss früh aufstehen. Wer bis um 9 Uhr schläft, ist eher schwierig, dass er viel Geld verdient. Viele andere Beispiele für unsere Probleme in unserer Familie. Was ist die Ursache? Kann es sein, dass das Selbstwertgefühl eines Bruders, einer Schwester irgendwie gestört ist und wir daran arbeiten müssen? Erkennen, schauen, um euch herum gucken, suchen, was ist die Ursache von dem Ganzen? Warum kann ich nicht so gut lernen? Ist vielleicht mein Handy ein Problem? Oder bin ich abgelenkt durch andere umherlaufende Menschen? Zu erkennen, was die Ursache ist, ist nicht einfach, aber das zeichnet den Menschen aus. Wir haben den Verstand. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns einen Verstand gegeben und uns aufgefordert, ihn zu benutzen. Und hört bitte nicht auf Menschen, die sagen, wir dürfen unseren Verstand nicht benutzen. Gibt es leider in unserer muslimischen Gemeinschaft auch. Da hat der Verstand keinen Platz. Wir sollen unseren Verstand nutzen, so gut wie es möglich auch ist. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir keine Hand und sagt, du darfst die Hand nicht benutzen. Gibt dir keinen Fuß und sagt, du darfst den Fuß nicht benutzen. Wenn er dir den Verstand gibt, dann hast du den Verstand auch zu nutzen. Du darfst die Hand aber nicht so benutzen, wie du es gerne hättest und Leute schlagen und stehlen und rauben und tun, sondern so, wie Allah subhanahu wa ta'ala es dir gesagt hat. Gutes tun, Sadaqa geben, Menschen helfen, heilen, Kräuter sammeln, etwas aufbauen, verbinden. Ja? Das sind so die Eigenschaften, wo Allah subhanahu wa ta'ala damit zufrieden ist, wenn du das machst. Du kannst es aber auch falsch benutzen. Und dann hättest du ein Problem mit deinem Verhalten und am jüngsten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wir entwickeln uns immer weiter. Wenn wir unseren Verstand einschalten, dann ist das eine gesunde Entwicklung. Wenn wir das aber alleine machen, dann kann das auch eine kranke Entwicklung werden. Und das sehen wir sehr häufig. Deswegen ist es wichtig, dass wir in der Gemeinschaft beten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zum Jumma in die Moschee kommen. Weil es dann hier von Freitag zu Freitag immer jemanden gibt, der dir irgendwie einen Tipp gibt und sagt, pass auf dem Punkt auf. Pass auf, dass du so und so was machst oder nicht machst. Das heißt, du wirst nicht in die Irre gehen, wenn du dich an die Gemeinschaft hältst. Versuch in deiner Entwicklung deinen Verstand einzunutzen, die Gemeinschaft zu nutzen und zu erkennen, was es für Einflüsse auf diese Erde gibt.
und das dann dazu nutzen, um es so gut wie möglich auch anzuwenden. Von dieser Fehlentwicklung im Leben eines Menschen haben wir gestern in Barcelona gehört. Wie jemand auf einmal Menschen umbringt in einem Lastwagen oder in einem Auto oder in zwei Orten ist das ja gewesen, Menschen damit umrast und umnietet und tötet. 14 Menschen sind getötet worden. Und laut also Medien, der islamistische Hintergrund ist jetzt in den Vordergrund gerückt. Dieser Mensch hat eine Fehlentwicklung in seinem Leben durchlaufen, sodass er am Ende zu dieser Tat gekommen ist. Was für eine Ursache hat Terrorismus, das können wir hier nicht auf diesem Mimbar besprechen und ausgiebig irgendwie durchgehen. Fakt ist, wir Muslime müssen bei uns selbst die Fehler suchen, bevor wir auf andere Leute mit dem Finger zeigen. Es ist einfach zu sagen, ja, ihr greift an und ihr tötet und Finanzen und hin und her, ja, gibt es alles. Aber was habe ich falsch gemacht? Was hat meine Gemeinschaft falsch gemacht? Wo kann ich bei mir den Fehler suchen? Und was kann ich daran verändern? Und bitte, das ist sehr wichtig, ein wichtiger Punkt in dieser gesunden Entwicklung eines Menschen ist, offen zu sein. Selbstkritik ist an vorderster Front wichtig. Nicht sagen, ich nicht, nein, die anderen. Damit versperrst du dir den eigenen Weg für deine Entwicklung. Das heißt nicht, dass du plastisch bist, das heißt, du bist eingeschränkt. Schau, was habe ich falsch gemacht? Ich habe vielleicht das nicht richtig verstanden. Ich habe das hier, okay, ich müsste vielleicht in diesem Punkt etwas mehr machen. Wir müssen in unserer Gemeinschaft vielleicht viel mehr über Liebe und Barmherzigkeit predigen. Oder es gibt vielleicht in anderen Gemeinschaften, wo wir jetzt nicht häufig sind, vielleicht müssten wir mit diesen Menschen etwas mehr reden. Wie auch immer, wir haben eine Verantwortung. Und viele Menschen haben den Fehler und denken, sie bleiben so, wie sie sind. Wir sind ja Muslime, wir kommen ins Paradies. Irgendwann einmal kommt ein Mahdi, der wird uns dann irgendwie den Sieg bringen oder wie auch immer. Und dann ist alles wieder schön und gut. Von diesen Gedanken sollten wir uns trennen. Ja? Wir sollten selbst schauen, was wir in unserem Leben verändern können, um selbst eine gesunde Entwicklung zu haben. Mahdi oder nicht Mahdi interessiert mich gerade nicht. Mich interessiert, was habe ich falsch gemacht in meinem Leben? Wie bin ich zu meiner Familie? Wie bin ich zu meiner Gemeinschaft? Wie bin ich zu der deutschen Gesellschaft hier? Wie bin ich zu meinen Nachbarn? Wie bin ich hier mit den Medien, mit den Behörden, mit? Was habe ich bei der Arbeit richtig gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Wo ich einen Fehler gemacht habe, gehe ich hin und entschuldige mich, versuche es wieder gerade zu biegen. Wen habe ich verletzt? Das ist das Signal, was wir dann rausgeben können. Das ist das, was wir machen können. Wenn jemand noch mehr machen kann, irgendwie reden, schreiben, Filme drehen, was auch immer, dann kann er das gerne tun. Aber bitte schieb nicht die Verantwortung auf andere, sondern bitte versuche selbst aktiv zu werden. Diese Selbstreflexion ist das A und O. Damit tust du nicht den Muslimen eingefallen oder der Umma eingefallen, sondern dir selbst. Allah subhanahu wa ta'ala wird uns am jüngsten Tag befragen, was hast du gemacht mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit deiner Gesundheit, ja, mit deinen Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Was hast du damit gemacht? Wie bist du damit umgegangen? Hast du immer wieder denselben Fehler gemacht? Versuche, das als erstes zu sehen, dass wir an uns selbst arbeiten müssen. Und wer das nicht glaubt, der soll bitte die Ayah im Koran hören. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah wird die Lage eines Volkes niemals verändern, bis nicht jeder Einzelne das, was in seinem Nefs selbst verändert.
Allah sagt das ganz klar und deutlich, dass die Lage nicht verändert wird, bis nicht jeder von euch, du und ich, ja, ich und du in diesem Fall, nicht das versuche zu ändern, was ich mein Leben lang falsch gemacht habe. Und dafür brauche ich meinen Verstand, um zu fokussieren und zu sehen, was ist denn da? Und hier kann ich mich weiterbilden und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Kurse belegen für Leadership, für Finanzmanagement, für soziale Strukturen, für psychologische Aspekte, für alle möglichen Bereiche. Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und dann das Leben so gut wie möglich gestalten, sodass du in jedem Augenblick achtsam bist in dem, was du tust. Ist nicht einfach, Achtsamkeit zu erlangen. Taqwa, haben wir auch gesagt, wurde im Koran über 200 Mal angesprochen von Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah, ittaquhu, la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun. Immer wieder in verschiedenen Methoden. Ittaqu, seid achtsam, arbeitet an euch, entwickelt euch gut, passt auf, was ihr in jedem Augenblick macht. Über 200 Mal. Warum? Weil er weiß, dass wir damit ein Problem haben, dass es schwierig ist. Während er nur einmal gesagt hat, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ. Wer den Monat Ramadan gegenwärtig ist, der soll ihn fasten. فَلْيَسُمْ. Alle Muslime fasten. 80-90% der Muslime fasten. Es ist nur ein Wort. Aber Taqwa wurde über 100-200 Mal benutzt und aufgefordert, es zu tun. Warum? Weil Allah weiß, dass das nicht einfach ist. Und ich wiederhole mich auch jetzt wieder, wie vor ein paar Wochen bei meiner Khutbah, weil es wieder in Vergessenheit geraten ist. Und selbst, also was heißt selbst, besonders ich vergesse das immer wieder, auch wenn ich es sage. Und so sollte jeder versuchen, in sich selbst zu reflektieren und Taqwa zu erlangen. وَقُولِ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wenn wir uns anschauen wollen, was ist die Ursache von der Lage der Muslime in Deutschland, dass die so schwierig ist, ja? Dann können wir unseren Verstand einschalten und gucken und analysieren. Das schaffen wir auch nicht hier. Aber eines der Probleme könnte sein, dass die Muslime nicht viel geleistet haben. Stellt euch vor, alle Muslime würden aus Deutschland ausreisen. Was würden die Menschen hier vermissen? Jeder denkt an Döner. Kebab, Shawarma, Falafel. Es ist witzig, aber es ist auch traurig. Gemüsehändler, Autoverkäufer, alles sehr gute Berufe. Und es ist Alhamdulillah sehr wichtig, dass wir auch das machen. Es ist keine Herabniedrigung von diesen Berufen. Ja, Restaurants und so weiter, das ist wirklich sehr gut. Aber wo sind die großen Denker? Wo sind die Nobelpreisträger? Wo sind die großen Investoren? Wo sind die Leute, die wirklich förderlich für diese Gesellschaft sind, sodass man ihn nicht weghaben will, weil man ja von ihnen einen großen Nutzen hat? Wo sind diese Muslime? Die gibt es vielleicht in kleinen Ecken, aber an diesem Beispiel können wir erkennen, was die Ursache ist für unsere Lage auch. Wir müssen mehr für diese Gesellschaft leisten. Wir müssen viel mehr tun. Das ist eine Aufgabe von uns. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns als Khalifa auf diese Erde gebracht, dass wir sie bewahren und auf sie aufpassen, dass wir förderlich sind, diese sozialen Strukturen verbessern, dass wir hier an dem Rentensystem vielleicht mitarbeiten, dass wir. Stattdessen ist es eher andersherum. Die Gefängnisse sind voll mit Muslimen. Viele Hartz-IV-Empfänger sind Muslime. Viele andere Bereiche sind von Muslimen. Es ist nicht schlimm, wenn jemand
das in Anspruch nimmt und jeder macht seine Entwicklung. Aber wenn wir die Ursache klar erkennen, dann können wir auch gezielt arbeiten, ohne zu verurteilen. Wir verurteilen niemanden, der im Gefängnis ist. Das sind unsere Geschwister. Er hat in seiner Entwicklung vielleicht einen Fehler gemacht oder vielleicht ist er sogar zu Unrecht drin, wie auch immer. Ja? Aber ich erkenne, dass das Problem ein kollektives Problem ist und diese Ursache sollten wir auch kollektiv angehen. Und wichtig ist, dass wir erstmal erkennen, dass wir einen Fehler machen. Und dann als nächsten Schritt schauen, wie kann ich denn da etwas Besseres machen. Solange ich aber immer noch denke, ich bin Muslim, ich bin im Islam, ich komme ins Paradies und alle anderen in die Hölle, ja, und interessiert mich nicht, da kommen wir keinen Schritt weiter. Erstmal erkennen, was machst du falsch. Warum sagen wir 17 Mal am Tag, ihdina as-sirat al-mustaqim? Oh Allah, leite uns den geraden Weg. Weil wir uns immer weiterentwickeln sollen und auf diesem guten Weg sein sollen. Wichtig, Take-Home-Message, wir haben so viele Sachen angesprochen. Wichtigste Take-Home-Message ist, Selbstreflexion mit Selbstkritik anzunehmen und dann in seiner Entwicklung achtsam sich weiterentwickeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen sein lassen, die das Gute hören und das Beste davon befolgen und die das Schlechte hören und das Schlechte auch lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen sein lassen, die in ihrer Entwicklung eine gesunde Entwicklung durchgehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen sein lassen, die achtsam in jeder Sekunde versuchen, achtsam zu sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Gemeinschaft stärken, unsere sozialen Strukturen verbessern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Gebete mit mehr Achtsamkeit befüllen. Mögen wir uns anstrengen, mehr Achtsamkeit in unsere Gebete zu bekommen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen Geschwister, die solche Terroranschläge machen, zum geraden Weg führen oder die das planen, die davon abhalten, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Gemeinschaft schützen vor solchen Ideologien, die nicht mit dem Islam vereinbar sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein Verständnis außerhalb unserer eigenen Box geben, sodass wir die Dinge auch ganz anders erkennen. وَقُولِ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوهُ